Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Hebe den Scheibenwischerarm an. Um das Scheibenwischerblatt zu entfernen, musst du auf die Öse drücken, während du gleichzeitig das Scheibenwischerblatt nach außen schiebst. Um jegliches Risiko zu vermeiden, legst du den Scheibenwischerarm vorsichtig auf einem Haushaltspapier auf die Windschutzscheibe zurück. Führe das neue Scheibenwischerblatt so ein, wie du das alte entfernt hast, und schiebe es an seinen Platz. Du wirst die Öse einrasten hören. Leg den Scheibenwischerarm vorsichtig auf die Windschutzscheibe zurück. Hebe den Scheibenwischerarm an. Um das Scheibenwischerblatt zu entfernen, musst du auf die Öse drücken, während du gleichzeitig das Scheibenwischerblatt nach außen schiebst. Führe das neue Scheibenwischerblatt so ein, wie du das alte entfernt hast, und schiebe es an seinen Platz. Du wirst die Öse einrasten hören. Leg den Scheibenwischerarm vorsichtig auf die Windschutzscheibe zurück. Vorgang beendet.